Es ist sicher an sich eigentlich schon ein bisschen Widerspruch mit Spitzensport und gerade das Thema Nachhaltigkeit, das natürlich einen riesen Aufschwung erlebt momentan, zu Recht, weil aber gerade im Skirennsport sieht man die schwindenden Gletscher eigentlich schon seit Jahren, wenn nicht zum sagen Jahrzehnten, und darum ist es uns, also mehr als Skirennfahrer oder als ehemaliger Skirennfahrer, natürlich ein riesen Anliegen, dass da auch ja, wirklich auch ein Fokus darauf gelegt wird. Und ja, ich weiß nicht richtig, dass es soll gehen. Ich denke, jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten, wie Tennis zum Beispiel oder Golf, sind wir immer noch relativ zentral unterwegs, mal zumindest in Europa. Also an vielen Rennen fliegt man nicht. Von dem her, der Fußabdruck ist sicher nicht so gross wie bei anderen internationalen Sportarten. Aber klar, es ist sicher zum Anschauen auch. Und, ja, sicher ein Thema, das man jetzt genauer beleuchten muss und Lösungen finden muss.